Mod an Erde. Ich nehme mir gerade noch ein bisschen Stuff, ne? Du kannst eh nichts behalten. Das ist eine andere Welt. Achso. Ja, nee, ich hätte mir sonst nur Essen mitgenommen oder sowas. Sag, wenn du durch, sag, wenn du durch die Welt geportet wirst. Okay. Der hockt in der City. Ich sag's ihm. Was? Mach mal Slash Event. Warte kurz. So, jetzt. Bist Event? Jo. Hallo, ich bin neu hier. Bin jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt bei dir. Aber es ist verdammt dunkel hier. Hä, hey, wo bist du? Ich bin irgendwie. Hier laufen Creeper rum. Wo ist der? Er sagt, er ist bei Creepern. Da vorne ist ein Creeper und ich bin irgendwie in so einem, hier ist eine Endertruhe. Ah. Hallo. Danke dir. Ah, wo hast du ihn hingesteckt? Warte. Jetzt gebe ich dir Rechte. Wie hat er gesagt, ging das? Keine Ahnung. Slash R. Wie hat man Rechte gegeben? Irgendwie so X-Blot oder sowas. Fast in die LMS-Arena? Ja. Du, sie hat sich beinahe in die PvP-Arena reingeschoben. Das kann ja wohl mal vorkommen. Ohne Ausrüstung. Schießt jetzt drinnen, splitternackt in der LMS-Arena. 100 wütende Minecrafter mit Dia-Schwertern um dich herum. Wie bin ich hierher gekommen? Genau, hey, das ist... Guck mal, hinten steht McDonald's. Ja, dir. Okay. Stell dich mal so, dass ich deinen Namen lesen kann. Musst du sagen, wenn du lesen kannst. Blot me remove creepy Pasta Kind. Soll ich mal irgendwie Erde probieren abzubauen, oder? Nee, warte mal. Warte mal, ich bin mal ganz kurz AFK. Creepy Pasta... Pasta Kind. So. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Jetzt muss ich natürlich hier das... Oh, jetzt muss ich da umhellen. 1, 2. Wir kriegen das irgendwann hin. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das irgendwann schaffen. Gerne, aber dachte, du gehst oft.
sind jetzt 5. Xeno Miasma. Slash, okay, soll ein Schachbrett werden. Habe ich jetzt Rechte? Eigentlich solltest du jetzt Rechte haben. Probieren wir mal. Ich weiß, ich kann. Soll ich irgendwie mal einmal so Erde abbauen, irgend so einen Block oder? Ja, ja, bau einfach mal was ab. Ja, hab Rechte. Setz dich da wieder hin. Da musst du musst zu mir kommen, gell, weil ich hab den God-Mode. Ich kann dir Blöcke ohne Ende machen. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Hier drüben. Pfeif mal. Hier, da. Über dir. Moment. Sieh dir in die Augen. Und jetzt noch weiße Wolle. Ich sehe dir in deinen hohen Kopf. Viel Spaß. So. Soll ein Schachbrett werden. Wie man Schachbretter halt so baut. Wie läuft es dann? Bleibt es hier weiß? Also soll ich hier dann so ein weißes Viereck bauen von hier bis da oder? Wie läuft es? Slash R, wieso das? Ja, also 7x7 Felder sind die immer groß. Und dann die Farbe wechseln danach. Dann hast du grünes Gras. Slash plot me biome plains. Achso. Plot. Ist das so richtig? Sehr schön. Cool. Okay, der war über. Also ich mache jetzt hier mal. Du musst einfach nur 7. Fang am besten in irgendeiner Ecke an, dann geht's am einfachsten, oder? Ja, hab ich doch. Hab ich doch. Ist das richtig so? Ja, genau. Und dann nimmst du einfach schwarz. Wie ein Schachbrett halt. Okay. Und ich mache jetzt. Ja, ich fange auch mal hier an. Es wird dunkel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du eventuell Fackeln oder Glowstone? Nicht, aber ich kann was einfügen, wenn du möchtest. Es ist, weil es wird gerade dunkel. Glowstone? Dass man den hier hinstellen kann, dass er mal ein bisschen Licht hat. Obwohl, jetzt wird es gerade hell, irgendwie durch den Mond. Aber es wird gleich wieder dunkel. Oder bau eine Supernova oder sowas, dann ist schön hell. Nee, die Details möchte ich gerne selber machen, wegen des LPs. Also wir zwei machen dann die Details, er kann zwar gerne so die Plattform so mitbauen, aber ich will ja gerne im Let's Play zeigen, was wir bauen. Also, ja. Wann hast du denn so geplant? Gibt es irgendeinen festen Tag, wann du immer so aufnehmen willst, oder? Der feste Tag ist, kann ich dir gerne immer so einen Tag vorher anschreiben, oder? Ja, das wäre... Oder hast du ein Fest... Also, eigentlich ist mein fester Tag Mittwoch. Wenn man es genau nimmt. Ja. Oh, ist schlecht? Würde nur abends gehen. Also, wie jetzt. Du kannst mir auch einen festen Tag sagen. Nee, bei mir wechselt das immer. Aber mittwochs ist es halt so, dass ich dann erst so gegen... 19 Uhr, halb 8 Zeit hätte. Weil ich habe vorher Nachhilfe und Feuerwehr. Weißt du wie? Okay. Ja, Mittwoch ist halt mein freier Tag, ne, deswegen. Hm. Ja, wie gesagt, dann wäre aber nur abends, dass es geht. Ist das genug Licht?
Ja, reicht. Super. Ich kann auch mein Licht hier mal ausmachen gerade. Sonst kann es auch ein bisschen besser sein. Scheint Vollmond zu sein heute oder sowas. Jetzt heute Real Life oder was? Nee, in Minecraft dachte ich gerade. So. Vielleicht ist das in Österreich ja anders. In Österreich hat Minecraft Vollmond. Ja. Warum auch nicht? Ja. Von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Ja, schon klar, das ist ja lustig, wenn wir die ganzen Schachfiguren bauen müssen, ne? Jo. Warst du dann... Ich bin gerade richtig schlecht in Erdkunde. Österreich, da gibt's doch auch Wien, oder? Ist richtig, oder? Ja, ja, ist richtig. Warst du schon mal in Wien? Ich war mit meinem Opa mal vor Jahren in Wien, ja. Wie weit ist in Wien ungefähr von dir weg? Schätzungsweise. 200 Kilometer? Also wohnst du am Arsch der Welt. Ich hätte es nach Braunau ziehen müssen oder sowas. Ja, es geht mir hier um, um den Job. Nicht um da, wo ich wohne. Bist du eigentlich umgezogen wegen dem Job, oder? Wegen dem Job, ja, ja. Okay. Der ist ja, also ich... Der Weg vom Job zu meiner Arbeit ist... wäre 700 Kilometer. Und wieso hat das gewechselt gehabt? Ich dachte, du hättest einen Arbeitsplatz bei dir da gehabt. Ja klar, aber den habe ich nur zeitweilig gemacht, weil ich ja immer nach Österreich wollte. Ach so. Also geht das doch noch ein bisschen von dir mit aus, dass du da hin wolltest. Ja klar, ja. Ich dachte irgendwie, dass deine Arbeit irgendwie den Standort gewechselt hätte und dass du übernommen wurdest oder sowas. Nee. Ich hab mir einfach gesagt, ich möchte in meiner frühen Kindheit doch noch ein wenig Kindheit feiern, ich bin 20. möchte meiner frühen Kindheit, ich habe endlich das runde Alter erreicht. Und das Witzigste ist, 20. Geburtstag, eigentlich was ganz Besonderes, ne? Und ich habe keinen Geburtstag gefeiert. Das ist schlau. Weil ich da schon hier gewohnt habe und dann, ja, naja. Warte kurz, ich muss da kurz zurückschreiben. So. Jetzt sind mal drei Leute jetzt hier rumbauen, das ist natürlich ziemlich cool. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass es eine Paintball-Map bleibt. Wie macht man das? Also wie passt man darauf auf? Ja, muss halt viele Versteckmöglichkeiten geben. Wir müssen unterirdische Tunnel einbauen, lauter so ein Spaß. Aber erstmal mache ich hier die Dings fertig, ne? Die Platten. Das kann man dann später machen. Wir sind gerade zu dritt dabei, das hier nur Mios baut ja auch mit. Oh. Nur so ein Tipp, mir geht gerade gleich fast die weiße Wolle aus. Einfach herkommen. Warte. Ich mache hier das noch fertig. Guck mal, das habe ich schon alles gemacht. Bin ich nicht gut? Das Problem ist mit dem Shader, dadurch, dass ich kein Optifine drin habe, habe ich kaum Distanz zum Gucken. So, ich bin bei dir. Warte. Nimm dir mal das da. Hab ich die jetzt? Nee, warte kurz. Oder ja, hast du. Hast du. Hab ich? Ja. So. Kannst wieder zurückgehen. Lol, ich hab die trotzdem nicht gekriegt. Doch, du müsstest eine Endertruhe haben jetzt. Ach so, eine Ender... Ach so. Stell die einfach bei dir auf, wo du arbeitest. Okay. Warum? Was bringt es? Stell die mal hier hin. Ja, da ist ja gar nichts drin. Ja, noch nicht. Das ist jetzt richtig, ne? Wenn ich hier mit Schwarz geendet habe und ich gehe jetzt auf die nächste Ebene, muss ich mit Weiß anfangen, richtig? Ja, klar. Und 7 waren das immer, ne? Oh, jetzt regnet es.